Am Sprengplatz am Rand der deutschen Hauptstadt. Denn hier lagern 25 Tonnen Sprengmittel, darunter 20 entschärfte Weltkriegsbomben mit bis zu 500 Kilogramm Sprengstoff. Schon nachts muss sich die Feuerwehr zurückziehen. Lebensgefahr. Immer neue Explosionen. Eine unkontrollierte Brandkatastrophe. Oh, Digga, das ist so laut. Das ist so unfassbar laut. Digga, boah, ich krieg Gänsehaut. Schnell bilden sich mehrere Brandherde rund um den Platz im Berliner Grunewald. Der ehemalige Berliner Feuerwehrchef Albrecht Brömme erklärt, warum die Feuerwehr 1 Kilometer Abstand zum Brand halten muss. Bei so einem Sprengplatz besteht die Gefahr, dass unkoordinierte und ungesteuerte Detonationen passieren. Wenn es jetzt schon mal so aus dem Ruder gelaufen ist, dann können Metallteile bis zu 1000 Meter weit fliegen. Und deshalb ist dieser Sicherheitsabstand zwingend erforderlich. Sonst könnte ein Feuerwehrmann getroffen werden. Zuletzt hatte, wie hier im brandenburgischen Treuenbrietzen, Weltkriegsmunition im Boden die Feuerwehr am Löschen gehindert. Ein deutschlandweites Problem. Und das Risiko unkontrollierter Brände steigt mit dem Klimawandel. Das ist natürlich für solche Gebiete mit Munition ein Riesenproblem. Da müssen wir doch noch mit solchen Einsätzen rechnen. Und wenn wir aber noch so wie bis in dem Tempo, wie es bisher stattfindet, die Munitionsbergung durchführen, dann brauchen wir noch etwa 80 Jahre, bis wir sagen können, Deutschland ist ohne Kriegsreste aus dem Zweiten Weltkrieg. Mehr heiße, trockene Sommer und eine unaufgeräumte Vergangenheit. Das ist eine brandgefährliche Mischung. Mit diesen Bildern des Tages, schön, dass Sie dabei sind hier bei Kontraste. Ein Thema scheint gerade weit weg. Ja, es geht um Corona und ja, es geht um den Herbst. Denn auch wenn gerade die Sonne scheint und die Zahlen sinken, genau jetzt gilt es. Genau jetzt müssen wir uns wappnen für die nächste Welle. Vor allem, weil, auch das wird ja gern vergessen, auf den Krankenstationen Corona gerade einfach weiterläuft, ohne Pause. Suzette Kleine, Kaviko Roschi und David Zauner zeigen 3 Möglichkeiten, wie dieser sorglose Sommer enden könnte. Und viele, viele Versäumnisse. Klinikum Darmstadt. 2,5 Jahre ist Dietmar Schneider vom Virus verschont geblieben. Nun hat ihn Omikron doch erwischt. Nur knapp hat der chronisch Lungenkranke die Infektion überlebt. Ich bin froh, dass ich hier bin und das noch geschafft habe, dass es dann anders da ausgegangen ist. Sie werden wahrscheinlich auch noch abhusten. Das kann auch bräunlich verfärbt sein, nur dass Sie sich nicht erschrecken. Ja, aber es kann Blutbilder fallen. Gut. Ja. Dietmar Schneider ist für Dr. Cihan Çelik einer von Dutzenden PatientInnen auf der Corona-Station. Es gibt kaum noch Platz für weitere. Genau. Wir sind bei 32. Einen haben wir gerade ins Alice freundlicherweise verlegt. Aber die sind auch voll. Die konnten nur einen nehmen. Morgen können die auch einen nehmen. 2 große Probleme treffen hier aufeinander: die steigende Zahl an Corona-PatientInnen und ein hoher Krankenstand des Personals. Mit 3 freien Betten geht's nicht am Wochenende. Wir werden volllaufen. Der Arzt ist seit 11 Tagen am Stück im Einsatz. Und so wie es aussieht, wird er auch morgen nicht frei haben. Oh Mann. Allein im Juli sind 2783 Menschen in Deutschland an und mit Corona gestorben, so das RKI. Das sind fast 90 am Tag. Professor Carsten Watzel, Immunologe an der TU Dortmund, erklärt, trotz vieler glimpflich verlaufender Corona-Infektionen darf das Virus nicht unterschätzt werden. Was man nicht aus dem Auge verlieren dürfte, ist, dass es auch Menschen gibt, die immer noch ein hohes Risiko haben, schwer zu erkranken. Also gerade die Älteren, gerade Leute mit geschwächtem Immunsystem. Die sind vielleicht geimpft, da hat die Impfung aber nicht so gut funktioniert durch die Immunschwäche. Und dann haben sie keinen guten Schutz. Und wenn sie sich dann infizieren, können sie immer noch einen schweren Verlauf haben. Und wir sehen ja aktuell, dass immer noch Menschen an Corona auch versterben. Eine enorme zusätzliche Belastung, die kaum noch zu stemmen ist. Das Krankenhaus ist ja sowieso zu 100% in der Arbeit ausgelastet. Die Frage ist nur, wie diese 100% verteilt werden. Und es ist einfach nicht anders möglich, als den restlichen Betrieb runterzufahren und den Covid-Betrieb damit zu bestücken. Was wird uns jetzt in Herbst und Winter erwarten? Wie wird sich das Virus entwickeln? Einen Blick in die Zukunft liefern Modellierer der Technischen Universität Berlin. Anhand von Berechnungen gehen sie von 3 möglichen Szenarien aus. Bei dem für uns eher günstigen Szenario bleibt alles, wie es derzeit ist. Zwar steigen die Inzidenzen, weil das Leben häufiger in Innenräumen stattfindet, ins Krankenhaus müssen aber nur wenige.
Beim mittleren Szenario gibt es eine neue Virusvariante. Gegen diese sind die Menschen weniger immun und sie verbreitet sich dadurch schneller. Weil sich insgesamt mehr Menschen infizieren, müssen auch insgesamt mehr Menschen ins Krankenhaus. Obwohl die Variante im Schnitt nicht häufiger, schwere Verläufe auslöst. Beim ungünstigen Szenario entwickelt sich ebenfalls eine neue Variante. Diese löst häufiger schwere Verläufe aus. Die Hospitalisierungsrate steigt deutlich an, die Krankenhäuser kommen schnell an ihre Belastungsgrenze. Modellierer Kai Nagel hat diese Szenarien unter anderem für die Bundesregierung erstellt. Dass wir glimpflich durch Herbst und Winter kommen, hält er für unwahrscheinlich. Naja, ich glaube schon, dass dieses schlechte Szenario im Raum steht, also dass wir das hohe Infektionsgeschehen kriegen zusammen mit der hohen Krankheitslast. Und das heißt also, wir sollten dann dazu in der Lage sein, sehr schnell zu sagen, okay, Maßnahmen A, B, C, D, E werden dagegen in Anschlag gebracht. Also da werden wir auch nicht viel Zeit haben. Also die Politik sollte sich auf das schlechte Szenario vorbereiten. Ich halte das für plausibel, ja. Gestern stellte die Bundesregierung nun den Entwurf für ein neues Infektionsschutzgesetz vor. Ihr Werkzeugkasten für den Pandemiewinter. Aus der Sicht der Wissenschaft ist das ein guter Kompromiss. Wir wissen, dass wir wahrscheinlich im Herbst mit einer sehr ansteckenden Variante zu tun haben werden. Wir wissen, dass wir gute Impfstoffe haben werden gegen diese Variante. Wir wissen, dass wir gute Medikamente haben. Wir wissen aber auch, dass wir ohne Masken es nicht schaffen werden. Ab dem 1. Oktober soll in allen Bundesländern eine Maskenpflicht in Flugzeugen, öffentlichem Fernverkehr, Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen gelten. Die Länder haben darüber hinaus die Möglichkeit, Maskenpflicht auch bei Freizeit-, Kultur- und Sportveranstaltungen durchzusetzen. Menschen mit negativem Testnachweis, aktuellem Impf- oder genesenen Nachweis sind davon aber ausgenommen. Auch Mindestabstand-, Hygiene- und Lüftungskonzepte können unter anderem angeordnet werden. Vor allem, wenn die Lage dramatischer wird, sollen die Länder schnell reagieren und noch schärfere Maßnahmen ergreifen können, sagt FDP-Bundesjustizminister Marco Buschmann. Zum Beispiel, wenn dem Gesundheitssystem Überlastung droht. Wenn es eine konkrete Gefahr gibt, wenn dort also die Funktionsfähigkeit konkret gefährdet ist und der Landtag das feststellt, dann können die Länder zu zusätzlichen Maßnahmen greifen. Allerdings, das Entscheidende steht nicht im Infektionsschutzgesetz. Grenzwerte, die festlegen, wann strengere Maßnahmen von den Ländern angeordnet werden dürfen. Damit lasse die Bundesregierung die Länder wieder einmal im Regen stehen, sagt Christina Berndt, Wissenschaftsjournalistin. Sie beobachtet die Pandemiepolitik für die Süddeutsche Zeitung. Es ist absolut feige, dass die Regierung sich hier gedrückt hat, davor Grenzwerte in diesen Gesetzesentwurf zu schreiben. Denn natürlich sind manche Grenzwerte immanent wichtig. Und das ist zum Beispiel die Zahl der belegbaren Intensivbetten. Und darum wäre es wichtig zu sagen, wenn da ein Grenzwert unterschritten wird und es wirklich kritisch wird auf den Intensivstationen, dann müssen diese und jene Maßnahmen greifen. Und zwar schnell. Also bei dem ungünstigen Szenario muss man sich, glaube ich, klar machen, dass das sehr schnell gehen würde. Und dann hat man tatsächlich nicht viel Zeit zu reagieren, also irgendwas in der Größenordnung von 2 Wochen. Doch schnelles Handeln ist schwierig. Die Länder müssen Maßnahmen von ihren Parlamenten absegnen lassen. Das kritisiert der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holleczek. Ich glaube, dass wir wieder einen Flickenteppich kriegen werden und wo die Rechtsunsicherheit tatsächlich nach wie vor gegeben ist. Und von daher, glaube ich, müssen wir da schon noch mal in die Diskussion gehen über die Frage der Einheitlichkeit und der Kriterien insgesamt. Letztlich, so Klaus Holleczek, habe die Bundesregierung es nicht geschafft, den Werkzeugkasten ausreichend zu bestücken. Ich meine, das hat man doch im Vorfeld gesehen, wie das geknirscht hat. Da kann man noch so über die gute Atmosphäre schwärmen. Hinter den Türen war doch klar zu vernehmen, dass zwischen der FDP und dem Bundesgesundheitsminister da keine Einigkeit war. In der FDP gehen nämlich einige davon aus, dass die Pandemie inzwischen beherrschbar ist. Etwa ihr gesundheitspolitischer Sprecher Andrew Ullmann. Die Modelle, die eine gefährliche Entwicklung prognostizieren, überzeugen ihn nicht.
Modellierer haben nicht die Kristallkugel, um die Vorhersage seriös eigentlich auch zu treffen, was eigentlich passieren wird oder was nicht passieren wird. Woher nehmen Sie Ihre Annahme, dass es glimpflich ablaufen wird? Das ist eigentlich die Erfahrung aus der Menschheitsgeschichte. Wenn Pandemien stattgefunden haben, haben wir ja gesehen, dass sobald die gesamte Bevölkerung durchimmunisiert sind durch Infektionen, die auch leider mit sehr vielen Todesfällen auch einhergeht, dass eine Pandemie dann abflacht und dann endemisch wird oder gar vollständig verschwindet. Die FDP ist aus meiner Sicht wirklich ein furchtbarer Bremsklotz und leider auch ein Verharmloser der Lage. Mit einer vernünftigen Pandemiepolitik kann man tatsächlich Menschenleben retten. Und dieser Rolle wird die FDP nicht gerecht. Aber wird die SPD ihrer Rolle gerecht? Schließlich hat sie mit Lauterbach einen Gesundheitsminister ins Rennen geschickt, der sich als Arzt, Epidemiologe und Verfechter strenger Maßnahmen hohe Beliebtheitswerte in der Bevölkerung erworben hatte. Ich sehe es grundsätzlich so, dass sich die FDP gerade in der Corona-Politik bislang extrem stark durchgesetzt hat. Und es ist natürlich eigentlich so, dass der Gesundheitsminister Gesundheitsminister wurde, weil das tatsächlich einen so großen Rückhalt in der Bevölkerung hatte. Und von daher finde ich es sehr schwierig, dass er sich da offenbar mit diesen Positionen so schlecht durchsetzen kann. Die Politik setzt wieder einmal auf die Vernunft der Bevölkerung. Und das in einer Zeit, in der viele glauben, die Pandemie sei vorbei. Putin wurde schon als vieles bezeichnet. Als lupenreiner Demokrat, als Mörder, Kriegsverbrecher und in letzter Zeit auch häufiger als Faschist. Putin habe sein Land in den Faschismus geführt, heißt es da. Klar, da wären die allzu offensichtlichen Indizien, die unfreien Wahlen, der Allmachtsanspruch, der wenig zimperliche Umgang mit Oppositionellen im Land. Aber kann man das wirklich so sagen? Darf man Putin einen Faschisten nennen? Wir haben uns umgehört und Erstaunliches aus dem Russland dieser Tage erfahren. Es sind Bilder, die an Zeiten des Faschismus erinnern. Es sind Hassbotschaften gegen Andersdenkende, gegen vermeintliche Feinde im In- und Ausland. Bastarde und Verräter werden wir ausspucken wie eine zufällig in den Mund geflogene Fliege. Es ist der heilige Krieg, von dem unsere Heiligen und Ältesten sprachen. Unter Putins Diktatur führt Russland einen erbarmungslosen Krieg gegen seinen Nachbarn und sendet immer wieder Drohgebärden gen Westen. Wenn nötig, wird es Konzentrationslager geben, Umerziehung, Sterilisation. Es ist ein langer Kampf, in dem wir die Frage beantworten, was wir vom Westen übrig lassen. Und ihr Präsident ist überzeugt von der biologischen Überlegenheit des russländischen Volkes. Unser genetischer Code ist höchstwahrscheinlich einer unserer größten Wettbewerbsvorteile in der heutigen Welt. Für Russland, für den Präsidenten, für Russland, für Russland, für Putin. Westliche Experten fällen ein vernichtendes Urteil. Wie die Historikerin und Pulitzer-Preisträgerin Anne Applebaum. Der Versuch, die Ukrainer auszulöschen, die Ukraine von der Karte zu eliminieren, Genozid in der Ukraine zu begehen, all das ist faschistisch und sollte uns an Hitlers Deutschland erinnern. Handelt es sich also bei Putins Herrschaft um Faschismus? Und wenn ja, wie faschistisch ist das Regime? Der deutsch-israelische Historiker Dan Diener sagt, dass der Begriff des Faschismus eigentlich der Epoche nach dem Ersten Weltkrieg zugeordnet ist. Wobei es natürlich große Unterschiede gibt zwischen, sagen wir, dem deutschen Nationalsozialismus, dem italienischen Faschismus und dann eben in Mittel-Ost-Mitteleuropa Regime, die einen autoritär faschistoiden Charakter hatten, sagen wir in Rumänien oder Ungarn. Heutzutage wird der Begriff relativ unspezifisch verwandt. Wir meinen eigentlich damit was Schlimmes, was Böses, was Arges. Doch welcher Ideologie bedient sich der russische Präsident? Welche Denker beeinflussen sein Handeln? Ich lese Iljin, lese ihn immer noch. Sein Buch steht bei mir im Bücherregal und ab und zu hole ich es raus. Iwan Iljin war ein russischer Philosoph der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Er floh aus der Sowjetunion und begeisterte sich für den Faschismus. Auch nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs hielt seine Bewunderung an. Zitat:
Schließlich hatte der Faschismus insofern recht, als er aus einem gesunden nationalpatriotischen Gefühl entstand, ohne dass kein Volk seine Existenz oder Kultur behaupten kann. Putins Lieblingsdenker hält den Faschismus also für notwendig. Unter seiner Herrschaft wurden 2005 die sterblichen Überreste Iljins aus der Schweiz nach Moskau gebracht und mit militärischen Ehren begraben. Später besuchte er das Grab persönlich. Der Slawistikprofessor Rainer Gold sieht in dem Gedankengut Iljins eine wichtige Säule der russischen Staatsideologie. Iljin war ohne Zweifel ein ganz überzeugter Antidemokrat und er hat hier auch seine Wirkung auf Putin entfaltet. Er huldigt einem Führerstaat. Iljin ist Putin so wichtig, dass seine Verwaltung, laut russischen Medien, ein Buch des Philosophen an alle höheren Beamten verteilen lässt, wenige Wochen vor der Annexion der Krim. Frei nach Iljins Führerstaat hat Putin während seiner Herrschaft rechtsstaatliche Prinzipien ausgehöhlt. Der Staat, die Gesellschaft und die Medien, sie alle mussten sich dem Kreml fügen. Das System ist auf einen einzelnen Führer zugeschnitten, der keine Fehler hat und nicht ausgetauscht werden kann. Es gibt keine geregelte Nachfolge, es gibt keinen legitimen Weg, ihn zu kritisieren, und es gibt keine Möglichkeit, Widerspruch zu zeigen. Gestützt wird Putins Alleinherrschaft durch eine aggressive Propaganda. Immer wieder greifen die wichtigsten Moderatoren des russischen Staatsfernsehens Oppositionelle und Andersdenkende an. Und mit diesen LGBT-Anhängern, Drogensüchtigen und Perversen sollen wir über Verfassungsänderungen diskutieren? Nach Beginn des Krieges in der Ukraine hat Putin die Repressionen weiter verschärft. Selbst ein leeres Blatt Papier als Zeichen gegen den Krieg wird in Putins Russland nicht mehr geduldet. Wer es wagt, den Krieg beim Namen zu nennen, dem drohen bis zu 15 Jahre Haft. Zugleich fluten Videos wie dieses das Netz. Polizei und Volk im Einklang für das Z, Russlands Symbol für den Krieg in der Ukraine. Wir müssen dem Staat helfen, seine glorreiche Mission zu erfüllen. Nicht zu stören, sondern zu inspirieren. Dennoch sei dieser Einklang trügerisch und vor allem nur Show. Reale Massenbewegungen seien nicht im Interesse des Kremls, sagt Wladyslaw Inosemtsev. Er war jahrelang nah dran an der russischen Regierung, hat den Ex-Präsidenten Medvedev beraten. Der klassische Faschismus verlangt eigentlich eine Mobilisierung der Massen. Die russische Version nicht. Sie will völlige Passivität. Alles, was nicht vom Staat ausgeht, hat kein Recht auf Existenz. Stattdessen setzt die Staatspropaganda auf Verschwörungsideologie. Im System Putin erfüllt sie eine wichtige Aufgabe. Autoritäre Herrscher brauchen Verschwörungstheorien, weil sie die Realität vor dem Volk verbergen müssen. In der Realität ist Putins Russland eine durch und durch korrupte Autokratie, in der einige wenige nahezu den gesamten Wohlstand und alle Ressourcen der Gesellschaft kontrollieren. Daher braucht das Volk jemanden, dem sie die Schuld geben können und eine Erklärung, warum sich ihr Leben verschlechtert. Und Putin hat ihnen erklärt, dass das alles die Schuld des Westens und der westlichen Werte ist. Der Westen als allmächtiger Strippenzieher. Darum geht es auch in der sogenannten neuen Chronologie. Die Behauptung? Bereits im 16. Jahrhundert hätten westliche Chronisten die Geschichte gefälscht und um 1000 Jahre verlängert, um Russlands Bedeutung zu schmälern. Anatoly Fomenko, Mathematiker an der Moskauer Staatlichen Universität, hat sich diese Verschwörung ausgedacht. Wir treffen die Essayistin Elena Kostikowitsch. Die gebürtige Ukrainerin beschäftigt sich seit 20 Jahren mit Fomenkos Geschichtsfälschungen. Die zentrale Botschaft der neuen Chronologie ist, dass Russland was Besonderes ist, weil Russen früher ganz Europa bevölkert haben. Und auch auf dem Gebiet Chinas waren Russen. Dieses Video zeigt einen Vortrag Fomenkos. Die Krim ist darin der Geburtsort Christi. Und der europäische Kontinent wurde ursprünglich von Russen kolonialisiert. Die neue Chronologie beschreibt also einen eurasischen Großraum unter russischer Führung. Es sind Gedanken, die auch von Politikern aufgegriffen werden, wie von Sergei Glasiev, einem Berater Putins. Im September 2020 schlägt er in einem Artikel vor, die neue Chronologie als Basis für eine neue Geschichtsschreibung zu nutzen.
Die neue Chronologie eignet sich sehr, um eine konsolidierende Ideologie zu formen. In dieser imperialen Vorstellung einer großartigen russischen Welt hat eine unabhängige Ukraine mit einer eigenständigen Geschichte keinen Platz. Wie diese Bilder zeigen. Im Mai zerstörten mehrere russische Raketen ein Museum, das dem ukrainischen Nationalphilosophen Grigori Skovoroda gewidmet ist. Die zielgerichtete Vernichtung des Skovoroda-Museums in Pjaryaslav, das weit ab aller Frontlinien lag und auch weit ab aller strategisch wichtigen Punkte. Es ist wirklich nur dieses Museum angegriffen und zerstört worden. Ein ganz besonderes Fanal. Das zeigt eben, dass jetzt offenbar schon die Zeit auch der kulturellen Vernichtung der Ukraine angebrochen ist. Russland, ein faschistoides Imperium, führt einen Vernichtungskrieg gegen eine Gesellschaft, die sich für Demokratie und Selbstbestimmung entschieden hat und allein dadurch zur Bedrohung für das System Putin geworden ist. Die sozialistische Persönlichkeit. Durchtrainiert, aufrecht, arbeitswillig. So marschierten diese Idealbilder über DDR-Häuserwände und durch die Schulbücher. Wer nicht so war oder auch nur im Verdacht stand, faul, verzogen, frech zu sein, dem erging es schlecht. Und die, denen es am übelsten erging, kamen in die Jugendwerkhöfe der DDR. Kinderkneste wurden sie auch genannt. Über wenig dort wurde Buch geführt, kaum eine Grausamkeit dokumentiert. Und so bleibt bis heute nur das Wort der Kinder von damals, von denen bis heute viele nicht entschädigt wurden. Tom Fugmann berichtet. In den Arrestzellen im Keller des geschlossenen Jugendwerkhofs Torgau ging jede Hoffnung verloren. Tagelang war Ralf Weber hier eingesperrt. Mit Einzelhaft, in fensterlosen Räumen, sollte er gebrochen werden. Hier ist ein halber Meter Ziegel vorgebaut. Hier geht kein Schrei nach draußen, nichts. Das heißt also, wer hier runterkommt, wird erbarmungslos verprügelt. Das wusste jeder Torgauer, der den Befehl kriegt, vor der Tür zum Fuchsbau sich aufzustellen, um in die Isolationshaft gebracht zu werden, was hier passiert. Irgendwann, überfallmäßig, kommen sie dann runter. Dann geht das ganz einfach. Ich muss hier in der Zelle stehen und dann fallen sie über mich her. Sie schlagen einfach zu, mit der Faust, mit dem Knüppel. Vor 50 Jahren war Ralf Weber im berüchtigten Jugendwerkhof Torgau eingesperrt. In Jugendwerkhöfen der DDR sollten Heranwachsende mit brutaler Erziehung, Schlägen und harter Arbeit zu sogenannten sozialistischen Persönlichkeiten umerzogen werden. Durch die Folgen des Krieges oder mangelnde Liebe der Eltern verroht oder durch zu viel oder falsche Liebe verwöhnt, müssen sie jetzt im Jugendwerkhof lernen, diszipliniert und ordentlich zu sein. Bereits im Alter von 6 Jahren kam Ralf Weber ins Heim. Die DDR-Jugendhilfe unterstellte, seine alleinerziehende Mutter wäre mit seiner Erziehung überfordert. Der traumatisierte Junge durchläuft 9 Kinder- und Spezialkinderheime und erlebt überall Prügel und Willkür. 16 Jahre alt ist er, als er in Torgau ankommt. Ich stehe hier und die Bilder sind da, wie ich hier vorne in das Tor reinkomme. Dieser Gesichtsausdruck ist schlagartig einfach gewichen, als ich hier unten die ersten Gitter sehe und ich mir bewusst werde, dass ich in einer Einrichtung bin, in der zum Schluss nicht menschliche Werte, kein Barmen und kein Betteln hilft, sondern dass ich hier in einer Einrichtung bin, wo jeden Tag es ums brutale Überleben geht. Schon 2010 hatte Kontraste Ralf Weber mit der Kamera begleitet. Damals in einem anderen ehemaligen Spezialkinderheim, in das er mit 12 Jahren eingesperrt worden war. Es ist gut, dass wir hierher gekommen sind. Weil es ein Stück meines Lebens ist, was bis heute nicht geklärt ist, warum und weswegen man Kindern sowas angetan hat. Ralf Weber ist heute 66 Jahre alt und kämpft noch immer um Wiedergutmachung für das, was ihm angetan wurde. Er ist Erwerbsunfähigkeitsrentner und leidet bis heute unter den psychischen und körperlichen Folgen seiner Heimaufenthalte. Als 10-jähriger Junge musste er täglich 4 Stunden in der LPG schuften.
Mit 14 arbeitete er Akkord in der Stahlproduktion. Er wird verheizt, in der Umerziehung durch schwerste körperliche Arbeit. Davon und von den jahrelangen Misshandlungen sind seine Wirbelsäule deformiert und seine Bandscheiben beschädigt. Seit inzwischen 28 Jahren führt er einen aufwendigen und vergeblichen Abnutzungskampf mit Versorgungsämtern und Sozialgerichten. Es geht um die Anerkennung seiner gesundheitlichen Folgeschäden und einen Rentenausgleich für die 5-jährige Zwangsarbeit. Darauf habe er als anerkanntes SED-Opfer einen gesetzlichen Anspruch, meint Weber. Trotzdem muss er Jahrzehnte später immer noch detailliert mit medizinischen Gutachten nachweisen, dass seine gesundheitlichen Probleme tatsächlich auf die Verfolgung in der DDR zurückzuführen sind. Das Landessozialgericht Dresden aber entschied, die Schädigungen der Wirbelsäule seien nicht auf Haft- bzw. Heimaufenthalte zurückzuführen. Auch einen schädigungsbedingten Minderverdienst vermag das Gericht nicht zu erkennen. Für Ralf Weber ein Unding. Ich habe bestimmt 20 gerichtsfeste Gutachten, die belegen, dass meine Wirbelsäule in allen drei Ebenen bandscheibenmäßig kaputt ist. Das heißt also, Funktionsstörungen, massive Funktionsstörungen habe. Das geht so weit, dass ich teilweise, also wenn das entzündungsmäßig kommt, liege ich im Bett und komme nicht mehr hoch. Die Hände sind kaputt. Ich nehme zur Zeit gerade Schmerzmedikamente, hochgradig, heute früh die letzte Tablette, wieder so ein Schub. Kriege ich die Hände nicht mehr zusammen zum Beispiel. Alles durch die Arbeit, Arthrose in beiden Schulterngelenken, in beiden Beckengelenken durch eben. Genau diese Beanspruchung, Überbeanspruchung. Dieter Dombrowski kennt solche Fälle zu Tausenden. Er ist Vorsitzender der Union der Opferverbände kommunistischer Gewaltherrschaft. Die gesundheitlichen Schäden, welche aus Misshandlungen, Haft und Zwangsarbeit resultieren, werden von Versorgungsämtern fast nie anerkannt. Dort würde man den beschönigenden Akten von DDR-Behörden mehr Glauben schenken als den Schilderungen der Opfer. Die Versorgungsämter führen regelrechte Abwehrschlachten gegen Geschädigte des SED-Systems. Und es wird hier entschieden nach Aktenlage. Nach Aktenlage bedeutet, das, was an Akten da ist aus der Repressionszeit, das ist wenig bis nichts. Von daher wird eben angenommen, es hat nicht stattgefunden. Und die Antragsteller sind dann in die Pflicht geraten, nachzuweisen, dass meinetwegen vor 40 Jahren sie in einem der Zuchthäuser bei Zwangsarbeit eine gesundheitliche oder psychische Schädigung erfahren haben. Und dies ist regelmäßig nicht möglich. Und natürlich steht in den Haftakten nichts von Wasserzelle, von Einzelhaft, von Dunkelhaft, von Tigerkäfig, sondern die Begutachtenden lesen eben Akten so, ob das jetzt Haftakten sind oder Jugendwerkhofsakten, wie man heute Akten liest, ohne dieses Unrechtsverständnis. Das wird eben nicht quellenkritisch gelesen. Evelyn Zupke ist die Bundesbeauftragte für Opfer des SED-Unrechts. Auch sie kritisiert, dass die Betroffenen bei Ämtern und Behörden kaum Gehör finden, wenn es um die gesundheitlichen Folgeschäden von Haft- und Zwangsarbeit geht. Ich finde das erschütternd. Und deswegen ist es mir auch eins der wichtigsten Anliegen, dafür etwas zu tun, zusammen mit der Politik, diese Dinge zu ändern. Ja? Und der Bundestag hat ja einen Beschluss gefasst, der Bundesregierung vorgelegt, zur Beweislastumkehr bei der Anerkennung gesundheitlicher Folgeschäden. Man könnte dazu eine Regelung in das SED-Opferentschädigungsgesetz aufnehmen. Das hatte allerdings auch schon die letzte Bundesregierung versprochen, aber nie umgesetzt. Diesmal solle das Problem gelöst werden. So erklären es auf Kontrasteanfragen die Koalitionsparteien. Doch beim zuständigen Bundessozialministerium will man keinen Handlungsbedarf erkennen. Schriftlich heißt es, das Entschädigungsrecht sehe bereits jetzt eine Reihe von weitreichenden Beweiserleichterungen zugunsten der Betroffenen vor. Für Ralf Weber klingt das wie Hohn. Er hatte es auch mit Beschwerden beim Bundesverfassungsgericht und beim Europäischen Gerichtshof versucht. Doch diese wurden ohne Begründung abgewiesen. Mehr als 30 Jahre nach dem Ende der DDR müssen er und tausende andere Betroffene erleben, dass sie auch in der Bundesrepublik noch immer nicht als Opfer anerkannt werden. Dabei stünde ihnen eine echte Entschädigung zu. Wir hatten es ja heute schon vom Corona-Herbst und der wird auch abseits der gesundheitspolitischen Entscheidungen spannungsreich. Eins eurer Tagesthemen, Alina Baut.
Ja, Eva, wir schauen schon mal in den Herbst und fragen, gibt es dann statt der Proteste gegen Corona große Demonstrationen gegen die Energiepreise, die viele nicht mehr bezahlen können? Mehr dazu gleich in den Tagesthemen. Danke nach Hamburg. Und das war es an dieser Stelle von uns. Schon am kommenden Dienstag wird es hier wieder entschieden kritisch, politisch investigativ mit den Kollegen und Kolleginnen von Fakt. Einen schönen Abend noch.